Fahrflachbett, haben Sie gesagt. Das macht Spaß, haben Sie gesagt. Dass ich im Regen Ladungssicherung betreiben muss, das haben Sie nicht gesagt. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ihr seht, geladen haben wir, gesichert ist auch. Ich bin nass bis auf die Knochen. Hat mich gerade eben noch umgezogen und jetzt werden wir nochmal schnell wieder zum LKW zurück. Ach, ist das eklig. Boah. Ja. Aber nicht lang schnacken, sondern auf den Weg machen. Das Holz muss nach Italien. Oh, das ist aber auch ein Sauwetter. Ihr kennt das Spielchen, das Spiel hat zu Anfang ein bisschen Schluck auf. Oh, das wird sich gleich noch wieder besser. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, wir sind heute auch relativ spät dran. Wir haben es jetzt 10:30. Es hat doch alles ein bisschen länger gedauert mit dem Laden. Ja, dann wollen wir mal. Eins vorweg, sollten vor diesem Video noch andere Videos erscheinen bezüglich der MBT und ich in diesem Video nicht drauf reagiere oder irgendwas zu sage, hat den ganz einfachen Grund: zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, Sonntag, war halt noch nichts draußen. Also nicht wundern, wenn da irgendwie nichts kommt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber das soll uns ja nicht aufhalten, weil wir haben ja hier auch ein bisschen was zu tun. Ausfahrt rechts. Was ich weiß und was ihr ja auch mitbekommen habt: Jeff hat seinen neuen LKW bekommen. Das Gemeine war ja, ich wusste ja, was er bekommt. Hab aber halt die Klappe gehalten und hab ihm da nichts gesagt. Aber ich denke mal, er wird es mir auch nicht übel nehmen. Ich hoffe ja mal, dass das irgendwann heute noch mal aufhört zu regnen. Es wäre zumindest herzallerliebst. Ihr seht's, landschaftlich ist auch der Herbst so langsam . Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ihr wisst, was ich meine. Herbst da, kalt, Regen, bla bla bla.
wir haben es auch nur noch geschmeidige 8 Grad. Aber das ist jetzt so ein Wetter, da bin ich echt froh, dass ich die Mirrorcams habe. Jetzt hast du nicht mehr das Problem mit Spiegeln, wo du nichts drin erkennst, weil Regen drauf ist. Das ist jetzt wirklich schon sehr angenehm. Ich frage mich zwar, wozu ich den LKW in Erfurt noch gewaschen habe. Bitte rechts halten. Aber so ist es halt. Kleiner Fun Fact aus dem Real Life. Ich habe mein Auto gewaschen und es fing an zu regnen. Also, ich bin Kummer gewöhnt. Das gute Bauholz hier, das geht runter nach Italien. Wenn ich das richtig auf den Papieren gesehen habe, zu einer Baustelle. In der Hoffnung, dass es bis dahin aufgehört hat zu regnen. Und ich glaube, heute hat sich das so richtig eingeregnet. Nur mal ein bisschen vorsichtiger fahren, weil war jetzt ja doch eine ganze Weile trocken. Dann bildet sich ja immer so ein bisschen Schmierfilm auf der Straße. Und ich würde ungern das Ding hier irgendwie zusammengeklappt auf der Autobahn stehen sehen. Mit dem Ding meine ich natürlich den DAF. Ich weiß auch nicht, warum ich immer das Ding sage. Aber schauen wir mal. Italien waren wir jetzt aber auch schon. Ich glaube, wird länger nicht mehr. Wird auf jeden Fall schön, das auch mal wieder zu sehen. Da vorne wird der Verkehr schon dichter. Wir sollen jetzt hier bloß keinen Scheiß machen und irgendwie noch Stau oder irgendwas. Warum bremst ihr eigentlich, wenn ihr die Spur wechseln wollt? Bitte links halten. Das war sowieso grandios. Ihr habt das ja mitbekommen, wie ich da gestern angekommen bin. Hier ist es ja noch nicht fertig. Und ich stand da und hab mir da quasi Beine in den Bauch gestanden. Und irgendwann hieß es dann, ja, morgen früh ist es dann soweit fertig. Da habe ich auch bloß gedacht, Alter, wollt ihr mich komplett verarschen? Die Ausfahrt rechts.
Ja, ich bin jetzt froh, dass das Holz auf dem Auflieger ist. Und wir uns Richtung Italien aufmachen können. Das Wetter wird heute aber auch nicht wirklich besser. Alter Vater. Das ist meine Waschküche. Und zwar eine amtliche. Da würde ich mal sagen, da kickt der Herbst aber mal so richtig. Das Einzige, was mir gestern noch übergeblieben ist, habe halt YouTube-Videos geguckt. Viel mehr blieb mir ja auch nicht über. Na klar, ich hätte jetzt eventuell auch noch wieder zurückfahren können nach Dresden, um da halt das Fahrradzimmer zu nehmen, aber wäre auch Blödsinn gewesen, da dann wieder erst zurück. Dann wieder heute Morgen dahin. Und bei meinem Glück hätten sie dann gesagt, jo, Ladetermin verpasst. Nee, und deswegen habe ich mir gedacht, bleibst du da stehen. Ich konnte das Klo und alles benutzen, das war schon nicht schlecht. Da haben wir heute aber wirklich uns das beste Wetter ausgesucht, was wir kriegen konnten. Aber wie sagte schon mein Fahrlehrer immer, wer langsam rast, kommt auch zum Ziel. Bisschen gemütlicher. Boah, jetzt auf Krampf hier irgendwas kaputt fahren, das bringt auch nichts. Stimmt mit euch hier nicht? Ach, die kriegen es hier wieder nicht geschissen, da vorne vernünftig die Spur zu wechseln. Meine Güte. Als ob das so schwer ist. Ich könnte heute auch sagen, wie Sie sehen Sie nichts, aber davon sehen Sie genug. Jetzt so langsam auch noch dunkel wird, macht das Ganze nicht besser. Wenn es jetzt noch anfängt zu schneien, dann drehe ich um.
Aber solche Tage gibt's halt auch mal. Plan ist es ja noch, an München vorbeizukommen. Ob der aufgeht bei diesem Wetter, weiß ich nicht, aber ich lasse mich mal überraschen. Du siehst aber auch nichts. Dann echt mal lieber ein bisschen vorsichtiger fahren. Vorsichtiger fahren, sagte er und fährt 87. Hm, ist klar, Herr Marx. Sie haben das Prinzip verstanden. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich wirklich jetzt auf den Verkehr konzentriere. Weil wirklich viel sehen kann man ja nicht und möchte da jetzt ungern irgendwas kaputt fahren. Aufgrund von Unaufmerksamkeit. Der ein oder andere wird sicherlich schon erkannt haben. Ja, es ist der Herbstmod von Grimes, den ich hier drin habe. So, ihr Blitzbären, nutzt sie raus. Ja, du auch. Kommt da noch eine Blitzbirne? Nein, zum Glück nicht. Ja, mit den Kollegen möchte ich aber auch nicht tauschen. Das Gefühl, das wird immer schlimmer anstatt besser.
auch nur so stellenweise, wo sich anscheinend der Nebel so ein bisschen sammelt. Aber das war ja wirklich so klar. Erste Ladung offen den Auflieger. Und dann gleich sowas. Jetzt wird es aber doch wieder ein bisschen heller, oder? Haben wir das Gröbste wohl schon geschafft? Aber es hört einfach nicht auf zu regnen. Eigentlich ist das so ein Tag, um zu Hause auf dem Sofa zu liegen. Trotzdem kommen wir gut durch. Wir haben doch schon einiges an Strecke geschafft. Ich würde mal sagen, dann geht mein Ziel bzw. mein Plan geht dann doch auf. So bis hinter München noch zu kommen. Was ich jetzt aus Italien dann wieder mit zurücknehme, weiß ich auch schon. Es wird auch interessant, habe ich so auch noch nicht gefahren. Allerdings liegen wohl zwischen Abladetermin und Ladetermin liegt wohl noch ein Tag, weil das hatte mir die East North schon gleich so mitgeteilt gehabt. Aber den Tag werden wir auch rumkriegen. Gehe ich zumindest ganz stark von aus. Ich muss sowieso mal gucken, wie das überhaupt hinkommt. Weil aktuelle Tages- bzw. Wochenplanung sieht so aus, dass ich dann halt irgendwo unterwegs stehen bleibe. Ja, da muss ich mit der East North mal reden, dass ich eventuell das Wochenende dann unten in Italien noch mache und dann halt wieder hochfahre. Ja,
Aber das werde ich alles in Ruhe dann nochmal abklären. Das ist aber doch ein bisschen anstrengend heute mit dem Fahren bei dem Wetter. Kann man doch nicht so viel rumglotzen, wie man eigentlich möchte. Gut, man wird sowieso nichts sehen. Bitte rechts halten. Können sie aber durchaus mal so ein bisschen Rückschnitt machen bei den ganzen Bäumen und Gebüschen hier. Boah, das wird aber auch echt dunkel wie im Bärenarsch. Und jetzt am besten noch den Rastplatz verpassen, wo ich rausfahren will. Ja, aber zeitlich liegen wir noch wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe mal, das wird nicht noch so ein richtig übles Unwetter heute Nacht. Das könnte ich ja nur gar nicht gebrauchen. Wir haben das 19 Uhr und das ist stockfinster. Holla die Waldfee. Bin ich auch ganz ehrlich, das sind so Tage, da fahre ich nicht wirklich gerne. Ich meine, klar, es muss gemacht werden, aber bei so einem Wetter. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ooh.
jetzt bin ich aber auch doch ein Stück weit erleichtert. Stellen wir uns nochmal vernünftig hier hin. Damit wir auch vernünftig gerade stehen, damit, wenn hinter uns noch einer reinfährt, dass der vernünftig Platz hat zum Rausfahren. Ein bisschen mitdenken muss man ja auch mal. Ja. Dann haben wir das erledigt. Ja, das war dann heute mal ein bisschen mit anderes. Echt, das ist schon so stockdunkel. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder, wenn es von hier aus wieder weitergeht, Richtung Italien. Also, lasst gerne ein Däumchen da, einen Kommentar. Würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.